Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Bundesliga-Blitzvorschau. Heute ist der FC Augsburg dran und ich freue mich wahnsinnig, dass er schon, ich glaube, jetzt im dritten Jahr seinen Herzensverein hier betreut in der Blitzvorschau, Tobi Altscheffel. Servus, André. Ja, ich hoffe, dass es niemand anders machen durfte vor mir. Ich glaube nicht, oder? Also wenn, dann gab es die Blitzvorschau nur mit mir. Und ich kümmere mich eigentlich ja hauptsächlich um den FC Bayern und die Nationalmannschaft. Aber wie du es gesagt hast, Herzensverein und Herkunft mehr oder weniger ist Augsburg. Und daher mache ich das sehr, sehr gerne. Und dann fangen wir direkt mit so einem Streitfall im Tor an, der am Anfang gar kein Streitfall ist, ne? Das ist am Anfang kein Streitfall, weil Finn Dahmen verletzt ist. Und Finn Dahmen ist der Mann, der vor der letzten Saison geholt wurde und ja dann eigentlich Stammtorwart werden sollte. Er war das auch, hat aber nicht so 100% überzeugt, hat sich am Ende auch noch verletzt. Und daher der kroatische Nationaltorwart Lavrovic erstmal gesetzt als Nummer 1. Finn Dahmen, wenn wieder zurück ist, wird dann um die Nummer 1 kämpfen. Also das ist mehr oder weniger ein bisschen offen, diese Position. Okay, wie geht's weiter? Dann geht's so weiter, dass rechts hinten einer spielt, den alle Bundesliga-Fans natürlich gut kennen. Ex-Nationalspieler Marius Wolf hat in Dortmund gespielt, war zuletzt vertragslos und kommt jetzt. Bisschen Problemposition bei Augsburg rechts hinten und ganz interessant, der kennt unter anderem die Kinder von Stefan Reuter, der Marius Wolf. Also da war schon mal eine Verbindung gelegt und der hat sich jetzt überzeugen lassen von diesem Projekt in Augsburg, die ein bisschen mehr als nur den Klassenerhalt schaffen wollen. Und daher Marius Wolf rechts hinten gesetzt. Innenverteidigung Jeff Jauveleo, der wieder Kapitän ist, natürlich auch gesetzt. Und daneben Kevin Schlotterbeck aus Bochum gekommen. Und dann haben wir als Linksverteidiger Giannoulis, das ist ein griechischer Nationalspieler, den die Augsburger auch neu geholt haben. Also die Außenverteidigerpositionen, die wurden komplett neu besetzt. Und da hofft man ein bisschen mehr Sicherheit und Schwung zu haben. Okay, weiter geht's im Mittelfeld. Im Mittelfeld ist als Abräumer vor der Abwehr Jakic gesetzt, Euroleague-Held in Frankfurt, Europa-League-Held und inzwischen fest verpflichtet in Augsburg. Der war schon geliehen und die Kaufoption wurde jetzt gezogen. Dann gibt es zwei Achter, das sind einerseits Arne Meyer, andererseits Frederik Jensen, also Niklas Dorsch, U21-Europameister, kennt man ganz gut, auch eins der Gesichter in Augsburg, der muss um seinen Platz kämpfen. Ich glaube, aktuell ist er nicht in der Startelf. Und dann die Frage, wer spielt als Nummer 10? Es gibt in Augsburg Ruben Vargas, bei der EM auf sich aufmerksam gemacht, mit der Schweiz bis ins Viertelfinale gekommen. Der will allerdings noch weg. Daher wurde zuletzt Arne Engels auf diese Position gestellt. Der ist eigentlich so der talentierteste Spieler in Augsburg, war auch bei Belgien im vorläufigen Kader für die Europameisterschaft. Darf jetzt als Zehner mal ran in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob er dort bleiben wird, aber zumindest das Experiment, dass er aktuell dort spielt. Und ich hoffe, dass ansonsten, wenn noch ein Zehner kommen sollte, auch woanders noch seinen Platz findet in der Mannschaft. Und dann fehlt noch ganz vorne. Ganz vorne, wo der bisherige Kapitän und absolute Schlüsselspieler Ermedin Demirovic gewechselt ist für über 20 Millionen zum VfB Stuttgart. Dort gibt es jetzt schon eine Vakanz. Man muss schauen, dass diese Lücke geschlossen wird. Zum einen gibt es Philipp Tietz, der letztes Jahr schon gut gespielt hat, auch mal dafür gesorgt hat, dass Julian Nagelsmann in Augsburg war und sich ein Spiel angeschaut hat. Also der war mal im Notizblock des Bundestrainers. Und dann zwei Neuzugänge, Samuel Esende, der kommt aus Portugal, hat dort 15 Tore geschossen in der vergangenen Saison. Also der ist zum einen dort ein sehr robuster Stürmer und zum anderen Steve Mounier aus Frankreich gekommen, ablösefrei, wobei der, glaube ich, eher mal jetzt eine erste Einwechseloption ist, kopfballstark, nicht der allerschnellste, aber auch einer, der weiß, wie man seinen Körper einsetzt. Also hat sich schon einiges verändert in Augsburg. Was willst du sagen, wer sind die drei wichtigsten Spieler? Ja, ich sage mal, Jauveleo natürlich als Kapitän, der ist so ein sehr starker Charakter, war letzte Saison eigentlich schon abgeschrieben und sollte ja nicht verlängert und abgegeben werden. Inzwischen ist er wieder Kapitän, also das zeigt schon, was er für eine Rolle in dieser Mannschaft hat. Dann im Mittelfeld gab es immer wieder Probleme, das so geschlossen zu halten, dort eine Sicherheit auch vor der Abwehr zu haben. Daher kommt, glaube ich, auf Jakic schon viel Verantwortung und eine wichtige Rolle, ist auch im Mannschaftsrat. Und dann sage ich mal vorne drin Philipp Tietz, weil der so weitermachen muss, wie er letztes Jahr gemacht hat und vielleicht noch ein bisschen mehr Tore, weil Demirovic ist nicht mehr da. Von daher muss Tietz auch im zweiten Jahr in Augsburg in der ersten Liga beweisen, dass er das Zeug hat, dort voranzugehen und zu knipsen. Wer könnte denn die größte positive Überraschung sein? Tja, ich sage jetzt einfach mal, dass es Marius Wolf schafft, an seine alte Form anzuknüpfen, weil in Augsburg hat er einen Stammplatz.
Er war in der Nationalmannschaft, er war bei Hansi Flick Nationalspieler und vielleicht schafft das ja, das zu zeigen, was er wirklich kann. Ich meine, er war nicht umsonst in Dortmund auch immer mal wieder in der Startelf, war im Kader im Champions League Finale. Also das ist schon einer, der was kann und ich hoffe, dass er die rechte Seite in Augsburg geschlossen bekommt. Okay, und auf der anderen Seite, negative Überraschung, wer hat da Potenzial? Tja, da fragst du mich was. Ich glaube, wie schon angesprochen, Niklas Dorsch wird es nicht einfach haben, dass der viel Spielzeit bekommt. Also der muss kämpfen und ja, Elvis Rexbeschei ist immer wieder einer, der einerseits so von den Fans gefeiert wurde, der sehr viel mit den Fans während der Spiele interagiert, die ihm auch mal wieder pusht, fordert, Stimmung zu machen. Auf der anderen Seite leistungsmäßig, ja, ist er ein bisschen schwankend. Also ich bin sehr gespannt, welche Rolle Rexbeschei in Augsburg spielen kann. Was ist denn der Best Case für den FCA? Der Best Case ist der, dass sie spielen wie ja, die ersten Wochen und fast schon Monate unter Jes Torup. Da haben sie nämlich fast jedes Spiel gewonnen und haben auf einmal an den Europapokalplätzen schnuppern dürfen. Also der Best Case ist, sie haben eine Stabilität, sie können Demirovic ersetzen, sie haben einen guten Torhüter, auf den sie sich verlassen können. Dann sind diese Träume von, ich sag mal, Conference League oder irgendwo da um die Plätze 7, 8 mitspielen schon möglich. Und der Worst Case, wie sieht der aus? Der Worst Case ist, sie spielen die letzten 5 Spiele unter Torup, weil da hat so ein bisschen die Einstellung, die Motivation, die Spannung gefehlt. Sie haben 5 Spiele in Folge verloren. Wenn sie dort anknüpfen an diese Spiele, ja, dann weiß man, woher man kommt in Augsburg. Und ich glaube, sehr viele sehen ja Augsburg immer weiterhin als Abstiegskandidaten und dann müsste man mit Abstiegskampf rechnen, das ist klar. Gibt es eine Wahrheit in Augsburg, die die Bosse momentan noch nicht hören wollen? Ja, wir haben ja im Sportbild diese Woche so ein paar Wahrheiten oder ein paar knifflige Fragen zu jedem Verein. Und ich habe da prognostiziert in Augsburg, dass es für Torup die letzte Saison in Augsburg werden wird. Hintergrund ist der, der war schon mal in Stuttgart im Gespräch und ich weiß von den Stuttgarter Verantwortlichen, da war Torup schon sehr selbstbewusst und hat schon einen klaren Karriereplan gehabt. Und ich glaube, wenn es in Augsburg gut laufen sollte, dann könnte Torup das als Sprungbrett nehmen, um zu einem noch größeren Verein zu gehen und nach einem guten Jahr sich zu verabschieden. Auf der anderen Seite, wenn es schlecht läuft, dann werden die Augsburger natürlich irgendwann die Reißleine ziehen müssen. Also ich bin sehr gespannt auf Torup. Ich glaube, es ist ein herausragender Trainer und ich hoffe mal aus Augsburger Sicht, dass es eine gute Saison wird. Am Ende dann mit einem vielleicht weinenden Auge, weil Torup sich verabschiedet und zu einem größeren Verein geht. Die glamouröseste Person, die ich so aus Augsburg kenne, ist Tobi Altschäffel. Es gibt natürlich auch die eine oder andere Spielerfrau. Wem muss man da auf Insta folgen? Na, ich würde mal sagen, ganz interessant ist die Geschichte von Arne Meyer. Der ist nämlich mit der Ex-Frau von Roman Weidenfeller, mit Lisa Weidenfeller zusammen. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie toll das Roman Weidenfeller findet. Es hat mal ein paar so Gerüchte gegeben, dass der das nicht so mega toll findet, dass seine Ex-Frau jetzt mit einem Augsburg-Spieler, der deutlich jünger ist als er, zusammen ist. Also diese Geschichte Lisa Weidenfeller, Arne Meyer ist für den Boulevard natürlich sehr interessant, sage ich mal. Was ist denn deine steile These für die kommende Saison beim FC Augsburg? Ja, da knüpfe ich an das an, was ich gerade gesagt habe, dass es unter Torup gut läuft, dass sie einen einstelligen Tabellenplatz am Ende belegen und dass Torup dann den Verein verlässt, weil er zu einem größeren Club gehen wird. Ich hoffe, das ist hier steil genug, die These. Ja, jetzt will ich aber natürlich am Ende noch eine genaue Prognose haben. Ich brauche eine genaue Zahl. Auf welchem Platz landet der FC Augsburg? Ich bin ganz optimistisch und sage, sie werden am Ende Achter. Achter, und das könnte ja möglicherweise dann sogar für die Conference League reichen, je nachdem, wie die Konstellation so ist. Genau, das war so die Hoffnung im Hinterkopf und sie haben ja letztes Jahr schon ein bisschen dran geschnuppert, wie gesagt, am Ende dann zu viele Spiele verloren, aber wenn sie den Demirovic-Ausfall kompensieren können, dann kann es unter Torup, glaube ich, gut werden. Tobi, ich danke dir. Das war die Bundesliga-Blitzvorschau mit dem FC Augsburg. Morgen machen wir weiter mit dem SC Freiburg. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.